Gibt es etwas Schlimmeres als ein Leben ohne Hoffnung? Ja, ein Leben mit Hoffnung. Wenn die Hoffnung langsam in uns heranwächst und uns dann mit einem Schlag genommen wird. Steffi, das Kind ist tot. Das Kind ist tot. Das Kind ist tot. Das Kind ist tot. Was ist das? Damit heben wir jetzt ab. Steffi! Vertrau mir. Tristan. Ich bin schwanger. Wie viel brauchst du? Was? Na, du lässt es wegmachen. Tristan, bitte. Es tut mir so leid. Du musst mir helfen. Bitte. Tristan! Tristan, jetzt helf mir doch! Tristan! Um die Dämonen der Vergangenheit zu besiegen, müssen die Schuldigen bestraft werden. Einer nach dem anderen. Steffi? Hast du sie nach allem mir morgens um 4 diesen Mist hier von Yusuf ins Bett bringen zu lassen? Ich muss wissen, was uns der Computerabsturz gekostet hat. Du hattest 3 Stunden Zeit. Hast du irgendwelche Zahlen? Ja. 2:20:50. Ich habe 2 Stunden geschlafen, danach 20 Minuten lang geduscht, mich 5 Minuten lang angekleidet. Und jetzt habe ich 0 Bock, darüber mit dir auch nur 1 Minute zu diskutieren. Da du offensichtlich nicht in der Lage bist, die Grundlagen deines Jobs alleine auszuführen, muss Sebastian dir helfen. Wir treffen uns um 19 Uhr an der Bank. Tut mir leid, ich habe Termine. Wie kannst du absagen, bedank dich bei Ansgar. Was die Charity-Auktion betrifft, würde ich vorschlagen, dass wir LCL als Austragungsort nehmen. Schon wegen der Presse. Irgendwelche Einwände? Ja, allerdings. LCL geht gar nicht. Warum nicht? Weil die Location total ausgelutscht ist. Da schlafen mir die Füße ein. Hast du schon mal was davon gehört, dass Kunst einen gewissen Rahmen braucht, um sich zu entfalten? Also ich habe mal gehört, dass aussagekräftige Kunst sich überall entfalten kann, Nico. Ja, aber nicht bei LCL. Also wenn dir LCL nicht passt, dann liegt das Problem vielleicht eher an deinen Bildern als an unserer Location. Ich werde meine Bilder in kein Kaufhaus hängen und Mila ihre Werke garantiert auch nicht. Es geht aber gar nicht um euch. Hast du schon mal was von Synergieeffekten gehört? Synergieeffekte? Mila und ich möchten etwas Gutes für die Jana von Lahnstein Stiftung tun. Und ich möchte nicht, dass der Name meiner Schwester für irgendeine PR-Kampagne missbraucht wird. Sag mal, jetzt krieg dich mal wieder ein. Von dem Geld, was LCL monatlich einbringt, lebst du genauso wie wir. Ja. LCL-Mode und meine Bilder haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Das wird nach außen hin aussehen, als müssten wir Geld sparen. Also ich bin für eine neutrale Location. Also wenn ich da kurz was zu sagen dürfte. Ja, bitte.
glaube, ich habe die Lösung für unser Problem. Bisher hatten wir gar kein Problem. Mehr als Nein sagen können Sie nicht, also? Nein zu was? Ich würde Ihnen gerne eine Location zeigen, die Sie begeistern wird. Und warum wollen Sie die ausgerechnet mir zeigen? Ich habe angenommen, dass Sie hier derjenige sind, der das alles letzten Endes zu entscheiden hat. Jetzt, wo Sie es sagen? Ich hasse Tristans selbstgefälliges Grinsen. Wenn du ihm das Herz gebrochen hast, grinst er nicht mehr. Was kann ich tun? Du kümmerst dich ab sofort um Sebastian. Sebastians Schwachstelle ist seine Frau. Er liebt sie, aber er vertraut ihr nicht. Das kann ich verstehen. Tanja von Lahnstein vereint in sich so ziemlich alle schlechten Eigenschaften, die man haben kann. Aber ihren Mann scheint sie zu lieben. Aber einem Mann, der ihr alles geben kann, was sie will, dem wird sie nicht widerstehen können. Jetzt hör dir das mal an. Angelina brüskiert Modezar. In Carlos tantigen Fummeln gehe ich auf keinen roten Teppich. Recht hat sie. Geht weiter. Die Modewelt rätselt, wessen Outfit wird sie stattdessen bei den Awards tragen. Das ist unsere Chance. Aufgrund dieser ganzen Unruhen bei LCL haben die Kunden auch das Vertrauen verloren. Aber wenn wir Angelina dazu kriegen, ein LCL-Kleid auf dem roten Teppich zu tragen. Glaubst du wirklich, ich bin ihr Typ? Na klar. Du verdienst Milliarden, du nimmst dir, was du willst, du bist unangepasst, du bist zweifellos ihr Typ. Lass sie einfach in dem Glauben, dass das Ganze ein Spiel ist. Und sie auf der Siegerstraße. Und dann? Wie willst du das anstellen? Hast du ihre Telefonnummer? Also ich glaube, ich muss in die Firma. Später. Sie sind Tanja von Lahnstein? Will wer wissen? Frederik Schwarz. Der Frederik Schwarz, der unsere Bankrat vor einem Hackerangriff bewahrt hat? Dafür war es leider zu spät, aber ich konnte wenigstens dafür sorgen, dass die Trojaner keinen größeren Schaden anrichten. Und was wollen Sie jetzt von mir? Ich bin demnächst bei einigen Events eingeladen und auf der Suche nach einem passenden Outfit. Und weiter? Ich dachte mir, weil ich Ihrer Familie geholfen habe, könnten Sie mir jetzt helfen, indem Sie mir kurzfristig ein Smoking entwerfen lassen. In zehnfacher Ausführung, denn ich kann den Geruch der chemischen Reinigung einfach nicht leiden. Wie wär's mit einem guten Herrenschneider? Schlecht. Angelina, eine gute Freundin von mir, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die größten Innovationen bei deutschen Labels zu finden sind. Die Angelina? Also, kennen Sie die? Ich nehme an, wir sprechen von der gleichen. Ja, wieso? Ich habe gerade gelesen, dass Angelina einen kleinen Kleiderengpass hat und wir bei LCL hätten das passende Outfit für Sie, wenn Sie da irgendwas klar machen könnten. Dann kriegen Sie die 10 Smokings. Gut. Ich werde Angelina von LCL überzeugen und wir treffen uns, sagen wir, in 3 Stunden. Mhm, und wo? Hier, können Sie mich jederzeit antreffen. Chinesische Mauer. Und das Ganze in Edel. Wäre perfekt für einen chinesisch-deutschen Wirtschaftsgipfel. Kommen Sie, versuchen Sie es noch mal. Wieso? Wollen Sie testen, wie originell ich bin? Sie können ja auch einfach zugeben, dass Ihnen die Location hier gefällt. Sagen wir mal so. Ich bin glücklich, wenn die Raummiete nicht den Wert Ihrer Bilder übersteigt. Man muss der Kunst keine Bühne geben. Die Kunst ist die Bühne. Nikos Fotografien und meine Bilder, die müssen für sich wirken. Und dafür muss ich der Raum aber dezent im Hintergrund halten.
Ja, dezent trifft's ganz gut. Entschuldigung, meine Agentin. Holly, du, es ist gerade schlecht. Ich wollte dir nur kurz durchgeben, dass ich eine gewisse Tanja von Lahnstein am Haken habe. Großartig. Sag mal, Polly, da fällt mir gerade ein. Da ist doch dieser eine Typ, der unbedingt dieses Bild von mir kaufen will. Und der nervt mich immer noch mit seinen Anrufen. Könntest du dafür sorgen, dass er damit aufhört? Verstehe. Ich soll Tristans Handy blockieren und den stillen Alarm auslösen? Jetzt gleich? Ja, das wäre großartig, Polly. Danke. Bis dann. Haben Sie den Nebenraum schon gesehen? Der wäre ideal als Nachtlager für die Bilder. Tja, ideal. Hohe Fenster. Wozu hohe Fenster? Ist einbruchsicher. Ja, ich habe mich informiert. Ist nicht ganz billig, ein paar echte Draskos zu versichern. Sie haben sich also über mich informiert? Ich habe mich über Ihre Kunst informiert, nicht über Sie. Los geht's. Verstehe. Das eine hat mit dem anderen natürlich nichts zu tun. Nicht zwingend. Jedenfalls sollten wir die richtigen Vorkehrungen treffen. Hallo? Alarmanlage aus. Super. Voila. Kein Netz, na toll. Ich auch nicht. Funkloch. Shit, ich hab mal einen verdammt wichtigen Termin heute. Was machen wir denn jetzt? Überraschung. Wie man's nimmt? Erst denke ich, ich sehe dich nie wieder und jetzt sehe ich dich plötzlich überall. Also sogar im Fahrstuhl. Gibst du legst es drauf an. Ja, du hast recht. Ich lungere schon den ganzen Tag hier rum und warte darauf, dass du auftauchst, weil ich nämlich ständig von Fahrstuhlfahrten mit dir träume. Dann haben wir ja denselben Traum. Und schon ist er zu Ende. Tristan, du Schwachkopf. Erst machst du eine Riesenwelle und dann tauchst du nicht auf. Was soll das? Ah, Herr Anders. Haben Sie einen neuen Aufgabenbereich für sich entdeckt? Nee. Ich habe hier die Vorschläge für Herrn Braunfeld. Ich habe noch mal sein Profil analysiert. Vielleicht schauen Sie noch mal drauf. Sollte ich? Was wolltest du von mir? Kim. Leg doch bitte 100.000 Euro bei mittlerem Risiko und breiter Streuung für ein Privatportfolio an. Okay, ja, cool. Bekomme ich das Geld Cash oder legst du mir ein Konto an? Fiktive 100.000. Sonst hättest du das Geld im Schuh angelegt. Naja, bis vor ein paar Wochen hätte ich bei mittlerem Risiko und breiter Streuung noch Taschen und Gürtel draufgelegt. Ach, und jetzt? Jetzt haben sich meine Prioritäten geändert. Karriere statt Klamotten. Halleluja, wie lange ich auf diesen Tag gewartet habe. Was ist das denn? Warum muss moderne Kunst immer so hässlich sein? Ah, ein rührender Hirsch wäre schlimmer. Ein echter von Drasko. Gute Kapitalanlage zurzeit. Schwarz verabredet. Wenn Sie mir bitte folgen.
Lieblingsmarke. Hier ist nicht gerade viel los, hm? Liegt vielleicht an dem Gedudel. Es gibt keinen Publikumsverkehr. Herr Schwarz hat die Bar gekauft. Den Klavierspieler auch. Überwachungskameras, ist das da eine? Nein, das ist eine Sprinkleranlage. Was machen Sie denn? In einer Minute sind wir hier raus. Firma ist gerade an die Börse gegangen. Die Schuhe sind der Hammer. Also super Erfolgsaussichten. Okay. Vergiss mal die Bereiche. Für wen ist das Depot? Du glaubst doch nicht, dass Ansgar mich ein reales Portfolio erstellen lässt. Das ist doch völlig egal. Für dich muss es real sein. Sonst macht doch das alles gar keinen Sinn. Also, wer ist der Typ? Oder ist es eine Frau? Jung, alt, viel Geld, wenig Geld. Was für eine Geschichte steckt dahinter? Okay. Es ist eine Frau, Mitte 50, und sie hat hart für ihr Geld gearbeitet. Und jetzt will sie es gewinnbringend anlegen. Okay. Aber mit Mitte 50 will man kein hohes Risiko mehr. Also das Holz in Schweden ist solide, aber Türkei auf jeden Fall raus. Istanbul ist doch gerade voll angesagt. Ja, aber es ist alles abhängig von der politischen Entwicklung. Und die italienischen Schuhe? Deine Kundin will sich in 10 Jahren ihre Rente aufpolieren. Das heißt, du brauchst in dem Zeitabschnitt sichere Erfolge. Staatsanleihen? Ganz genau. Und was geht immer? Medizin. Wunderbar. Und schon hast du 3 solide Standbeine mit gemischtem Risiko und mittelfristig erwartbaren Erfolgen. Okay, du hast recht. Es macht wirklich Spaß. Sag ich doch. Wir können auch etwas vierhändig spielen. Ich zeige Ihnen ein paar einfache Akkorde. Ich verzichte. Aber Sie haben vorhin gesagt, ich bekomme, was ich will. Ja, wenn Sie mir den Kontakt zu Angelina verschaffen. Das werde ich.
Und zum Dank dafür soll ich jetzt vierhändig mit Ihnen spielen. Wir können auch was anderes machen. Ich will nur, dass Sie sich amüsieren. Amüsieren würde mich, wenn Sie mir die Telefonnummer geben und ich nach Hause gehen kann. Das glaube ich nicht. Was glauben Sie nicht? Ich glaube, es gibt eine Menge Dinge, die Ihnen Spaß machen. Aber Sie trauen sich nicht. Ich versichere Ihnen, es gibt wirklich wenig, was ich mich nicht traue. Sind Sie sicher? Schicken Sie mir die Rechnung. Brauchen Sie den noch? Ich würde eigentlich gerne aus den nassen Klamotten raus. Ja, gute Idee. Sollen wir damit warten, bis wir zu Hause sind? Ich will mich nicht erkälten. Können Sie mal halten? Natürlich. Ich würde mich für die Aktion gerne revanchieren. Kann ich Sie zu einem Abendessen verführen? Das mit dem Verführen scheint Sie mir wirklich angetan zu haben. Heißt das ja? Nur wenn Sie mir verraten, wie ich mich als Umkleidekabine mache. Ja, ziemlich gut. Aber nicht spannend. Würde ich mir tun. Hey. Ich guck nicht. Oha, unser aller Übergangschef gibt sich die Ehre. Na, zur Entspannung mal wieder ein paar Stunden im Saunaclub verbracht? Ich habe mich um die Charity-Auktion gekümmert. Ein wenig positive PR wäre doch gar nicht so übel nach den ganzen Skandalen. Es wäre auch gar nicht so übel, uns wenigstens darüber zu informieren, wenn du dich um mehrere Stunden verspätest. Es sollte sowas wie Handys geben. Und es gibt Funklöcher. Hallo, fangen wir an. Mit dem allergrößten Vergnügen. Über welchen all der Geschäftsbereiche, von denen du keine Ahnung hast, möchtest du denn gern als erstes informiert werden? Wie wär's denn mit der Bank? Vielleicht kann ich mich ja noch vage an irgendwas aus Harvard erinnern. Ach ja, richtig. Hatte ich ganz vergessen. Vor deiner Drogenkarriere hast du ja ernsthaft studiert. Kommen wir zum Punkt. Was hat uns der Systemabsturz gekostet? Guten Abend. Guten Abend. Tut mir leid, dass ich störe, aber es geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Wir kennen uns. Ich habe Sie heute schon einmal gesehen, auf Königsbrunn. Nein, tut mir leid, Sie müssen mich verwechseln. Ich bin mir ganz sicher. Sie sehen ja so ähnlich. Da gibt... Ist alles in Ordnung? Es geht schon. Der Weg hierher, ich bin gelaufen. Kann ich Ihnen helfen? Ich weiß es ganz genau. Du bist es. Nein, ich bin es nicht. Sie müssen mich wirklich verwechseln. Doch, 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 doch. Du bist es. Du bist Steffi Köster. Meine Tabletten. Oh, wo sind meine Tabletten? Du willst doch nicht auf die Party von den Grafen gehen, oder? Und wenn? Steffi, da passt du nicht hin. Entweder ich bin zu früh oder ich muss mir ernsthaft Sorgen um den Hauptgang machen. Ich hab Besuch bekommen.
Überraschenden Besuch? Ja. Und das scheint ein Problem zu sein. Jungs, Fräulein, denken Sie bitte an mein Glas Wasser? Nein. Kommen Sie rein. Alfred, habe ich doch richtig gehört. Graf Lahnstein. Herr Alfred hatte einen Schwächeanfall und ich habe ihm geholfen. Alles in Ordnung? Ja, danke. Ah ja, das Wasser. Tristan, wären Sie so nett in der Küche? Natürlich. Es tut mir wirklich leid, wenn ich Sie so aufgeregt habe. Aber ich bin nicht diese Efi. Steffi. Steffi. Ja, Köster. Wer auch immer, Sie haben sich geirrt. Da hat mir die Erinnerung wohl einen Streich gespielt. Aber Sie sehen ja wirklich so ähnlich. Sie haben sogar Ihr Lächeln. Schade, dass ich nie wieder... Bitte, Alfred. Danke, Herr Graf. Naja, so vergeht die Zeit, nicht wahr? Und deshalb habe ich auch beschlossen, alle Jahreszeiten gleichermaßen zu leben. Nichts für ungut, Frau... Von Drasko. Und Ihnen geht's wirklich besser? Ja. Ich kann Sie auch fahren? Nein, ein Spaziergang ist jetzt genau das Richtige. Gut. Tschüss. Sie sehen hier wirklich zum Verwechseln ähnlich. Wem sehen Sie zum Verwechseln ähnlich? Keine Ahnung, er hat mich vorhin schon drauf angesprochen. Irgend so eine Efi. Ich habe schon befürchtet, Sie wollen unseren Gärtner abwerben. Das hatte ich auch vor, aber es hat nicht geklappt. Was macht denn die Erkältung? Der bin ich gerade noch mal entwischt. Wie geht's Ihnen? Gut, danke. Ich wollte Ihnen noch was sagen. Zum Thema Zeitverschwendung. Vergebliche Flirtversuche, Sie wissen schon. Die Besichtigung heute, eigentlich der ganze Tag mit Ihnen, das war keine Zeitverschwendung. Naja, bis auf den Moment, wo wir eingesperrt waren. Ja. Ich hasse das, eingesperrt zu sein. Geht mir genauso. Obwohl ich festgestellt habe, dass das nur halb so schlimm ist, wenn man mit der richtigen Person eingesperrt ist. Geh da mal aufmachen. Ja, besser so. Mila! Bevor sie dir noch die Scheiben einschlägt. Dieser Nerd, der unser Computer wieder flott gemacht hat, der kennt die. Ich hab gewonnen. Der Schatz der König. Was ist denn für ein Schatz? Das ist da, wo man gegen die Drachen und die Trolle kämpft. Und die schwarzen Ritter sind Schweine allesamt. Das ist nur für Geld, die sind schlimmer als ich. Druiden? Das hat ihnen aber nichts genützt. Sie haben von der Million nichts abbekommen. Was ist denn für eine Million?
Ich hab die Kronjuwelen. Was machen wir jetzt mit den Klunkern? Ich habe eine Idee. So, ich habe sie gespendet. Für die Brillenbären. Deren Habitat wird abgeholzt. Und ich habe die Dukaten in Dollar umgetauscht. Und jetzt haben wir 1 Million gespendet. Dollar. Das heißt, wir haben gerade um echtes Geld gespielt? Natürlich. Und Sie haben sie jetzt gespendet für Bären? Für Brillenbären. Brillenbären. Ich wollte noch mal nach Ihnen sehen, ob es ihm besser geht. Ja, danke. Deswegen sind Sie extra gekommen? Ist aber nett von Ihnen. Machen Sie sich mal keine Gedanken. Wenn ich meine Tabletten nehme und keinen Dauerlauf mache, werde ich noch 150 Jahre alt, sagt mein Arzt. Das sind ja erfreuliche Aussichten. Naja, wie man es nimmt. Ich hoffe, ich habe Sie nicht belästigt. Nein, überhaupt nicht. Ich hoffe, dass Sie Ihre Freundin von damals vielleicht sogar irgendwann wiederfinden. Ja, es war jedenfalls schön, mich an Sie zu erinnern. So ein liebes Mädchen, immer fröhlich. Sie war unser Sonnenschein, wissen Sie. Alles Gute für Sie, Herr Waldmann. Ja, für Sie auch. Was machen Sie denn hier? Ich habe nach Ihnen gesucht, aber Sie waren nicht da. Jetzt bin ich da. Das Geschenk schon bekommen? Ist auch nicht von mir. Das hat Justus eben für dich abgegeben. Hm? Frederik. Die Brillenbären wollten nicht, dass du leer ausgehst. Und falls heute Hollywood anruft, geh ran. Dein Frederik. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Wirklich. Spinnt der? Der Klunker ist ein Fake, oder? Dann hat der Spinner wohl auch das Etui geklaut. Ich kenne den Juwelier. Ein Stich? Ja, sowieso. Lass mich los, Tristan. Nein. Ich werde dich jetzt fesseln. Ist das für mich? Natürlich ist es für dich, du Dummerchen. Das ist einfach wunderschön. Aber nicht so schön wie du. Ich habe bereits einen Termin bei LCL mit Tanja. Ich glaube, das wird Sebastian nicht gefallen. Ich befürchte sogar, das wird die nächste Vertrauenskrise der beiden einleiten. Was hast du? Ich habe ihn geküsst. Tristan.
Und was heißt das jetzt? Du bist nicht mehr das kleine Mädchen von damals, das sie verletzt haben. Du bist Mina von Drasko. Und du kannst dich wehren. Das wirst du auch. Ja. Du hast recht. Schlecht. Du hast mit diesem fiktiven Kundenprofil eine ziemlich genaue Bedarfsanalyse gemacht. Weiter so. Irgendwas, was ich wissen sollte? Das war ein kleiner Gruß unter Kollegen. Ah. Ja, du kannst ihm übrigens dankbar sein. Er hat mir bei der Entwicklung des Portfolios geholfen. Ich kann auch eine Menge von ihm lernen. Ja, er fragt sich nur was. Ein kleines Eitel wie ein kleiner Pavian. Und ein Angeber ist er auch. Aber er versteht was von seinem Job. Also ganz offensichtlich versteht er etwas davon, junge Frauen zu beeindrucken. Seit wann hast du ein Problem damit? Seit er sich darauf versteift hat, seinen Charme über meine ausgesprochen unschuldigen Tochter auszuschütten. Ich dachte, Emilio ist immer Staatsfeind Nummer eins. Ja, ist er ja auch. Aber ich gebe zu, dass ich mich in ihm vielleicht ein wenig getäuscht habe. Immerhin hat er das Herz am rechten Fleck. Du weißt schon, dass wir nicht mehr verheiratet sind. Umso wichtiger ist es doch, dass du jetzt nicht aus einer Laune heraus alles wegwirfst. Vor allem nicht für so einen ehrgeizigen Jungmitarbeiter, der in dir vielleicht einfach nur die Tochter des Chefs sieht. Graf Lahnstein, wusste ich doch, dass ich Sie hier finde. Kennen wir uns? Frederik Schwarz. Ich habe die letzte Nacht mit Ihrer Frau verbracht. Dann sollte ich mich wohl direkt mal für Ihre überaus großzügigen Gesten bedanken. Ach, kein Ding. Ich kenne Angelina schon ewig und ich weiß, dass Sie auf so Charity-Sachen anspringen. Ich nehme das hin. Trotzdem eine ganz stattliche Summe, die Sie da investiert haben. Ja, aber alles erspielt und gewonnenes Geld soll man weitergeben. Das ist besser fürs Karma. Mhm. Und wie verhält sich das bei hochkarätigen Diamanten? Dasselbe. Und ob Sie es glauben oder nicht, aber ich habe das Collier auf einer Tombola gewonnen. Dann sind Sie ja womöglich ein Glückspilz. Ja. Oder ein Heiliger. Aber ich bin ja auch auf meine Kosten gekommen. Ist das so? Ja. Also, mit Ihrer Frau zu spielen, ist ein Fest. Computerspiele, nicht dass Sie das falsch verstehen. Ach, woher denn? Und außerdem sind ja auch 10 Smokings für mich dabei rausgesprungen. Und damit bin ich sehr glücklich. Und Sie hoffentlich auch. Und wie läuft es mit Tristan? Das heißt, wir können die nächste Phase einleiten. Sobald ich ihn richtig an der Angel habe. Aber das ist nur noch eine Frage der Zeit. Wenn man sich seine diversen Eskapaden ansieht, ist es eh ein Wunder, dass er noch nicht in der Klapse gelandet ist. Der wird er bald sein. Wir müssen ihm nur noch einen kleinen Stups geben. Tristan. Hallo? Thank you.
Ich habe Ihnen gerade das Dossier von diesen neuen Kunden gemailt. So schnell, danke. Ja, ich denke mir, was man hat, hat man, ne? Also abgehakt, meine ich. Ja, es gibt tatsächlich ein paar Dinge, die sollte man schnell abhaken. Ganz schnell. Reden wir jetzt noch vom Dossier? Nein, wir reden von meiner Tochter. Kim und ich haben das geklärt. Nett von Ihnen, dass Sie geholfen haben bei Ihrer kleinen Hausaufgabe. Ja, ist kein Ding. Und das war's dann aber auch mit den Hausaufgaben. Was soll das heißen? Dass Sie sich in Zukunft besser von ihr fernhalten. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe geklärt. Hören Sie, ich... Smokings, die speziell an Turnschuhe angepasst sind. Wollen Sie wirklich so über den roten Teppich laufen? Wieso nicht? Ich hoffe inständig, Sie begleiten mich. Dann können Sie das Kleid auch gleich live an Angelina sehen. Natürlich begleite ich Sie. Mit dem allergrößten Vergnügen. Der Fleck ist jetzt heller, aber auch irgendwie doppelt so groß. Scheiße. Warum geht denn bei Elsa hier keiner ran? Ja, weil die jetzt alle schon Feierabend haben. Was ist mit den Nachtwächtern? Bezahle ich die alle? Die fliegen alle raus. Soll ich kurz rüberfahren, ihnen ein Hemd holen? Ach, dafür ist jetzt auch keine Zeit. Können Sie ein paar Stunden flach atmen, ohne umzukippen? Hä? Naja, wir haben nicht ganz die gleiche Hemdgröße, aber wenn Sie nur die oberen Knöpfe zumachen und über dem Jackett, dann könnte es vielleicht funktionieren. Na los, ausziehen. Worauf warten Sie noch? Ja, sagen Sie dem Fahrer, ich komme in 10 Minuten. Wenn ich jetzt nicht weiß, worum es geht, könnte man das auch gründlich missverstehen. Man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wenn sie stirbt, stirbt sie für immer. Danach können wir unseren Blick nie wieder nach vorne richten. Immer nur zurück. Wir schaffen es nicht, der Vergangenheit zu entkommen. Wir trauern dem Menschen nach, der wir einmal waren. Was wir für immer verloren haben. Was machen Sie mit ihm?
mein Kind. Wo bringen Sie ihn hin? Geben Sie mir zurück! Warum legen Sie mich an? Ich lüge dich nicht an. Es ist tot. Es ist, wie es ist. Nein, lieber! Nein, lieber!